Moin zusammen, zusammen, heute am Start mit Metro Slide und wir sind dort im selben Schacht wie vorhin und ja, wir werden mal gucken, was hier abgeht. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was hier abgeht. Okay, wir haben erstmal hier das Gas ausgemacht und ich weiß nicht, was das ist hier. Kann ich es aufmachen? Oh, was hier für Muni ist hier mal wieder. Gut. Ich würde sagen, wir laufen mal weiter den Schacht hier und gucken mal, was uns hier erwartet. Ich glaube, das Licht muss ich anlassen. Oder? Wie viele Leute sind hier? Drei. Lauf ich jetzt mal hier runter. Ich weiß noch nicht, wie ich die ausschalte. Muss noch überlegen. Auf jeden Fall ist hier Licht und man würde mich sehen. Das wäre auf jeden Fall sehr unklug. Ich weiß gar nicht, wie viel Munition ich habe. Ah, jetzt ja. Rein theoretisch könnte ich es riskieren. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir? Ich bin noch in der Überlegung. Achtung! Die Roten kommen! Der hat jetzt gerade gebissen! So, haben wir einen zweiten auch mal? Dritten haben wir auch. Was du? Wer ist da? Oh, das war nicht gut. Auf jeden Fall sehen sie uns mal nicht. Das ist schon mal sehr gut. Kommen wir hier jetzt hier hoch oder was? Jetzt jemand hier hoch oder nicht? Was macht der Typ denn da? Du irritierst mich, Junge. Oh, das war ein schöner Treffer, oder? Das war ein schöner Treffer. Ja, mal schon. Guck mal, wir müssen uns mal hier ein bisschen sneaky durcharbeiten. Das ist das Ding eben halt, aber... Ich weiß nicht, was der die ganze Zeit da für Humble-Männer macht. Der vertippt mich auf jeden Fall. Der ist aber auch schon mal tot. Der irritiert mich. Ich frag mich, wo die kommen hier. Ach, da ist er, ne? Fuck. Schade. War anfangs so sneaky, ey. Und jetzt, auf einmal, haben wir es nicht mehr gepackt, ey. Wenn hier mal jemand vorbeikommen würde. Fuck, Alter.
Blende mich nicht an, Junge. Du Homo. Ah, jetzt sieht man alle besser. Schön. Taktisch unklug, erstmal übelst erstmal hier das Licht anzumachen, aber mein Gott, ey. Ich glaube, hier sind aber noch welche. Waren alle solche Kunden mit Laserpointer und das ist eigentlich gar nicht so schlecht gewesen mit dem Laserpointer, muss ich sagen. Weiß aber jetzt nicht, ob hier noch welche waren. Ja, die haben einfach nur einen Laserpointer dran. Nee, nee, nee. Wir spielen mal ohne Laserpointer, wir probieren es einfach mal aus, ob wir es schaffen oder nicht. Was ist mit denen denn passiert? Okay. Anscheinend zu viel geraucht. Sind hier noch welche? Da bin ich jetzt wirklich an der Überlegung, ob hier noch wirklich welche sind. Auf jeden Fall ist es immer noch sehr spannend hier im Lager. Ich muss auf jeden Fall sagen, man muss sich wirklich sehr konzentrieren. Da oben sind noch welche. Boah, die halten eigentlich viel aus, ey. Ich glaube, das ist jemand mit Rüstung. Und ich glaube, vor die musste ich mich in Acht nehmen. Was ist denn das? Die mich sneaky langschleichen können, oder was? Oder wie muss ich das jetzt gerade sehen? Auf jeden Fall habe ich hier Munition. Ich weiß auch gerade nicht, wo ich bin. Mal schauen, was hier so abgeht, ey. Könnte ein reines Labyrinth sein oder ist es wirklich irgendwas zum Sneaken? Ah, okay. Haben wir hier eine Leiche gefunden? Auch schön. Ach, hier hätte man sich jetzt eigentlich so komplett mal wegschleichen können. Glaube ich mal ganz einfach mal schnell das ganze Licht deaktiviert. Oh, hätte ich das mal von Anfang an so gemacht. Ah, hier wollte jemand angeln. Und, hat sie gefallen? Ja, die hatten hier Rüstung anscheinend. Boah, da fuck, fuck, fuck. Boah, jetzt habe ich mich erschreckt. Ey, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass hier noch einer ist, ey. So shit, ey. Ah, das ist schon ein bisschen erschreckend. Was war das zum Teufel? Sind hier noch solche Kunden? Und was ist das hier? Ah, wieder so ein Artefakt oder was? Neuer Eintrag. Lesen wir uns hier mal gleich durch. Die Einrichtung, Eintrag 1. Im Grunde hat es in der Metro nie einen dauerhaften Frieden gegeben. Die Vereinigten Administrationen hielt nur für ein paar Jahre. Alles fiel in sich zusammen, alles als klar wurde, dass die Welt nicht mehr existierte, dass die Gerüchte über Präsident und Regierung, die überlebt haben und sich irgendwo im Ural versteckt halten. Genau das waren Gerüchte, um dass Russland sich nicht mehr aus der Asche erheben würde.
Danach kämpfte jeder nur noch für sich selbst. Die Stationen wurden zu Stadtstaaten und die Nachbarn von gestern zu erbitterten Feinden. Das Überleben in der Metro bedeutete Kampf. Um Nahrung, Luft und jeden Zentimeter bewohnbarer Bodens. Nicht mal ein Viertel von jenen 200.000, die in der Metro ihre Zuflucht vor dem Weltuntergang fanden, hat überlebt. Die Hanse, die Rote Linie und das Reich sind so groß geworden, weil sie stärker waren als die anderen und mit mehr Entschlossenheit gekämpft haben. Aber nicht in einem dieser 20 Jahren des Blutvergießen war in der gesamten Metro gekämpft worden. Was, wenn unsere kleine Untergrundwelt nun vor einem neuen letzten Weltkrieg steht? Es ist schon eine große Frage, weil ehrlich gesagt, ich habe hier keinen Bock, mich hier durchzukämpfen, ist doof gesagt. Aber man muss schon sagen, wenn man sich das Ganze mal anhört und das Ganze mal anguckt, denkt man sich schon, ey, Alter, what the fuck, was geht hier ab, ey? Weil im Endeffekt sind es ja alles wirklich so Staatsbenachbarte oder alles Leute, die miteinander gekämpft haben. Und es ist eigentlich, meiner Meinung nach, schon traurig mit anzusehen, dass sich Mensch gegen Mensch kämpft. Aber das war irgendwie, es ist irgendwie klar, dass das passiert. Hier ist ein Radio. Ja, was kann man noch zu den ganzen Vorfällen noch sagen? Ja, man kann nichts Großes zu den ganzen Vorfällen noch sagen, weil es ist einfach jetzt so geschehen, wie es geschehen ist. Und ich glaube, ich muss hier durch. Und dafür muss ich, glaube ich, diesen Schalter da oben aufmachen. Und dafür muss ich wieder hier rüber und da hoch. Ja, es ist eigentlich schade, dass sie nicht mehr gegen die Schwarzen kämpfen. Schon eigentlich traurig, muss ich sagen. Aber gut, was soll man machen? Es ist Metro das Leid. Mal schauen, was jetzt hier so abgeht, ey. Wacht auf, verdammt, dieser Erde. Nehmen wir mal hier wieder unsere schallgedämpfte Piste und gehen mal wieder sneak. Das heißt anscheinend, ich muss wieder auf Fallen aufpassen. Ich sehe es gerade selber. Ich hab das total vergessen, dass man beim Metro auf Fallen aufpassen muss. Ich wusste, dass ich irgendwas vergessen habe, aber ich wusste nicht mal was. Ich muss unbedingt aufpassen, wo ich hinlatsche. Auf jeden Fall speichert es hier schon mal. Oh, hast du es geschafft, Pavel? Bitte, 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 Pavel. Pavel. Ah. Weg von hier. Das wird dir ein zweites Stalingrad. Okay. Die Frage, was jetzt abgeht. Ich zog Pavel aus der Schlinge und er sagte, dass er mich so nah wie möglich an die Police heranbringen würde. Dann werde ich den Orden kontaktieren und von den Geschehnissen berichten. Der Weg zum legendären Theater führt durch die Katakomben.
Ich war noch nie zuvor hier. Und ohne meinen neuen Freund wäre ich vermutlich völlig verloren. Ich hoffe, er kennt den Weg. Ja, ich hoffe es auch, dass er das Pavel den Weg kennt. Und ich hoffe nicht, dass wir hier erstmal alle sterben. Ah, so macht man das. Genau wie die drei Musketiere, was? Wenn es nur zwei wären. Hast du das Buch mal gelesen? Echt verwirrend. Aber ich habe es geliebt. Ich wollte immer Athos sein. Du kannst D'Artagnan sein, ha? In Ordnung. Unsere Zeit ist knapp. Wir gehen von hier aus zum Theater und dann gehst du zur Polis und ich zurück nach Hause zur Roten Linie, okay? Okay, von mir aus ist alles geklärt. Ich weiß nicht, wie sie die Verfolgung aufgegeben und das Tor hinter uns versperrt haben. Kein gutes Zeichen. Kommt. Scheiße! Oh nein, fuck, Alter. Fünfte! Bitte kommen! André! Fünfte hier! Mach das Licht in den Tunnels aus! Die sind jetzt totes Fleisch. Oh nein! Oh nein! Totes Fleisch? Ja, was jetzt? Oh nein! Das werden wir noch sehen. Ach, zur Hölle damit! Ich weiß, was abgeht, Alter. Moskau liegt hinter uns. Vorwärts! Stopp! Gott verdammt! Deshalb haben die Faschisten das Licht ausgemacht. Diese Dinger hassen es. Okay, Spartaner, eine kurze Lektion. Patronen helfen hier nicht. Aber da sie Angst vor Licht haben, machen wir es hier hell. In Ordnung? Schalt bloß nicht die Taschenlampe aus. Verstanden? Ohne sie landen wir in einer Welt aus Schmerzen. Ein Einsturz. Anscheinend haben sie den Tunnel gesprengt. Vielleicht ist etwas auf der anderen Seite, das sie nicht mit Schüssen aufhalten konnten. Halt! Halt, halt, halt! Ich spüre einen Luftzug. Irgendwo muss ein Weg durchführen. Oh. Artyom, hilf mir mal! Ich helfe dir. Gerne. Ich helfe dir gerne, Pavel. Aber ich will nur weg von hier. Oh, ich drücke. Komm. Oh. Scheiße, überall Spinnweben. Diese kleinen Dinger können das nicht gewesen sein. Hier müssen größere Viecher sein. Mann, pass auf, dass du sie nicht wächst. Scheiße! Die sind ganz nah! Warte, Artyom! Keine Hektik! Sei hier vorsichtig! Sieht frei aus! Lass uns gehen! Ein Schacht! Das ist hoch! Den können wir definitiv nicht hochklettern! Pavel, finde irgendwas! Ich mag den Ort hier nicht! Hoffen wir mal, dass der Aufzug funktioniert! Wir hoffen jetzt mal alle, dass der Aufzug funktioniert. Ich sichere uns, Pavel. Ja! Generator läuft! Frei! Monsieur, machen wir eine Fahrt mit diesem Baby. Okay. Ne? Also, was ist jetzt? Ich weiß jetzt nicht, wo es ist. Mal schauen, was, wo es uns hochbringt. Warum hat er angehalten? Nein. Das sind doch lauter Faschisten oder sowas. Bremse angezogen oder was? Scheiße. Komm schon. Wir sind zu schwer, würde ich meinen, oder? Kann das sein? Gott verdammt. Die haben uns gehört. Fuck. Das freut mich immer überhaupt nicht. Scheiße, wir sind direkt in ihrem verdammten Nest. Oh, es geht ab. Scheiße. Da oben ist es offen, ja. Ich weiß auch nicht, was die Viecher meinen. Nimm das, Miststück. Fuck, ey. Siehst du den Bauch? Das ist die einzige verwundbare Stelle. Der Rest ist zu hart gepanzert. Okay, Artyom, wenn wir einem dieser Dinger begegnen, dann mach deine Lampe an, bis es seinen Bauch zeigt. Hast du verstanden? Die Mistviecher hassen das Licht mehr als alles andere. Ich hab nicht mehr so viel Munition, Alter.
Mist gibt. Achtung! Brate es, Gottverdammt! Alter, was denn das für ein Viecher? Nimm das, du Miststück! Puh, danke, Kumpel! Eine für alle, was? Na, ich hoffe, du hilfst mir dann auch so. Ey, die Viecher, die sind aber geschrecklicher und schlimmer als die anderen hier. Viecher. In irgendeinem anderen verfuckten Game, ey. Die Brücke. Ich habe davon gehört. Das Theater sollte jetzt nicht mehr weit sein. Das ist hoch. Alles klar, Job. Spring! Hab ich gemacht. Los geht's. Oh. Nee, die Waffe will ich nicht haben. Bist du doch jetzt irgendwas, oder? Mist! Die schon wieder! Artyom, nimm deine Lampe, um sie abzuwehren! Ich versuche, uns rüberzubringen! Klasse! Das sollte gehen! Ah, fuck! 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 Ich hab mich erschreckt! Artyom! Artyom! Komm und hilf mir, das rauszuziehen! Was? Ich helf dir gerne, Alter! Du musst nur sagen, was ich machen muss, ey! Ich hab grad so eine Gänsehaut bekommen, ey! Fuck you, Alter! Oh mein Gott. Mach's mir nach. Oh. Fuck, Mann. Boah. Ja, ich weiß. So, meine lieben Damen und Herren, wir hören uns bei der nächsten Folge von Metro Last Light. Alter, ich kriege Gänsehaut, ey, das Game, ey, das fuckt mich jetzt schon ab, ey. So, ja, wir hören uns bei der nächsten Folge und tschau.